In der Flexibilität haben wir das jetzt sehr, sehr viel besser. Ich sag mal ganz unverschämt, so sitzen. Ne? Ja. Hallo, liebe Nutzfahrzeugfans, insbesondere natürlich Multivan-Fans. Am 10.06. hatten wir unsere Weltpremiere. Und ihr habt viele Fragen gestellt und der Albert Kürzinger und ich wollen heute auf das ganze Thema eingehen und auf eure Fragen eingehen. Ja, hallo. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen über die Autos. Alles konnten wir nicht auf der Weltpremiere beantworten und deswegen jetzt freut euch drauf. Ja, wir haben viele Fragen von euch bekommen, auch zum Thema Zuladungsgewichte, Qualität und auch Anhängelasten. Da würde ich jetzt gerne mal noch ein bisschen drauf eingehen. Erstmal, was kann man denn alles so zuladen? Die Beladungszustände haben wir natürlich durchdacht. Exemplarisch würde ich euch das gerne mal am Fahrrad zeigen. Albert und ich werden auch die Flexibilität gleich nochmal hier ein bisschen mehr zeigen, bevor ich das einräume. Und dann auch noch mal zeigen, wie können wir denn so einen Sitz ausbauen, um dann noch mehr Fahrräder oder anderes Equipment in das Fahrzeug reinzubekommen. Aber grundsätzlich, damit möchte ich anfangen, haben wir hier so eine Sechssitzigkeit jetzt im Fahrzeug. Albert hat sich's mal bequem gemacht bei Vis-a-vis. Wie sitzt man, Albert? Sehr bequem, ne? Beine hoch, wenn man sogar will. Ja, man kann hier ohne Probleme auch, ich sag mal, ganz unverschämt so sitzen. Ne? Ja, mach's dir nicht zu bequem, du musst gleich noch ein bisschen arbeiten hier. Und jetzt zeigen wir euch mal, wenn man weiterhin eigentlich 4 Personen mitnehmen will oder auch 6 und ich will den Sitz gar nicht erst ausbauen, dann klappe ich den einfach um. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal, wie man ein Fahrrad hier schnell einladen kann in den neuen Multivan, wo keine Bank mehr da ist, sogar mit 6 Sitzen im Fahrzeug. Einfach hoch, rein, durchschieben, seitlich anlehnen. Man kann es fixieren über die Fixierschienen hier im Boden, dass man dann Gummiband dann reinzieht, hat man ruckzuck das Fahrzeug fixiert. Wir haben insgesamt ungefähr, wenn alles raus ist, 4000 Liter. Jetzt mit den 2 Sitzen würde ich sagen fast 2500 nur zum Beladen bis oben runter. Kann ich das alles vollladen, wenn ich will. Ich erlöse dich mal vom Fahrrad, Albert. Und jetzt kommen wir zum Thema, was auch viele gefragt haben. Natürlich, wie viel kann ich denn eigentlich zuladen? Und Zuladungsqualität. Klar ist der Raum das eine, ich habe es eben schon gesagt, denn alles leer ist 4000 Liter. Das andere ist natürlich aber auch die Zuladung vom ZGG, nennen wir das, zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Das variiert je nach Aggregate, Antriebsstrang und was ich mir reinbestelle. Also natürlich, wenn ich 7 Sitze reinbestelle, ist das eine andere Gewichtsbelastung fürs Fahrzeug. Das heißt, grundsätzlich kann das Fahrzeug 2600 Kilogramm bis 2950 Kilogramm von der ZGG her. Von der Anhängelast kann das Fahrzeug als Dieselaggregat 2 Tonnen und als PHEV 1600 Kilogramm. Und da zeige ich noch mal eben, wie wir jetzt die Anhängekupplung hier haben. Ich habe einfach entriegelt. Genau, einfach nur einmal hier entriegeln. Dann fällt hier die Anhängekupplung raus. Ich brauche die nur einmal eben schnell hochziehen. Ruckzuck bin ich in der Lage, mir einen Anhänger oder einen Wohnwagen hier dran zu hängen. Und es geht genauso schnell auch wieder rein. Einfach nur einmal ziehen, wieder an dem gleichen Knopf, kurz warten und dann kann ich das hier runterkicken. Fertig ist die Chose. Ja, und zum Beladen vom Multivan haben wir uns auch noch was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben die Funktion Easy Open und die ist optimiert dafür, dass ich, wenn ich schon mit voll beladenen Händen und Albert und ich simulieren das mal eben hier mit dem Wasserkasten, der ja auch sehr schwer ist. Ich habe den Schlüssel in meiner Tasche, brauche ich hier nur runterkicken. Dann geht das Fahrzeug auf. Was hilft es, wenn ich viel Raum habe, aber das Fahrzeug nicht vernünftig beladen kann in jeder Lebenssituation? Absolut. Jetzt kann ich es auch, wenn ich schon das Ladegut in der Hand habe. So, einmal runtergekickt, dann geht die Klappe auch von alleine wieder zu. So, ich habe den Schlüssel, deswegen muss ich auch vorgehen und muss einmal kicken hier unter dem Fahrzeug, unter der Schiebetür. Und Sesam, öffne dich. Zack, können wir, ohne dass wir was anfassen müssen, das Ladegut direkt wieder reinlegen. Einmal rein. Sei es nun Wasser oder sei es auch ein Kindersitz, egal was es ist. Ich kann es jetzt wieder zudrücken. Ich könnte genauso wieder kicken. Beide Funktionen gehen mit dem Kicken, öffnen und schließen. Easy Open nennt sich das Ganze. Klasse umgesetzt, rechts wie links, wie auch hinten.
So, und jetzt sind wir im Interieur unseres neuen Multivan und wir haben die Funktionalität des Area Views. Also das bedeutet, über die ganzen Sensoriken im Fahrzeugen und Radartechniken haben wir die Möglichkeit, ein Bild zu simulieren, wo ich auf dem Bildschirm dann auch meinen Fahrzeugüberblick sehe und sehe, was um mein Fahrzeug passiert, abgeht, so dass ich dann reagieren kann oder eigentlich mein Fahrzeug für mich schon reagiert. Das ist dann auch ein predictive, also vorausschauendes System. Wenn ich rückwärts ausparke und zum Beispiel nicht die Einsichtigkeit habe, ist mein Fahrzeug intelligent genug, um das zu erkennen und stoppt mich dann, dass ich gar nicht in diese Situation reinkomme. Herzlichen Dank an alle Zuseher von unserer Seite. Das ist das erste Mal Meet the Experts. Ein Bulli lebt natürlich von den Nutzungsszenarien. Und ich hoffe, wir konnten ein paar Ideen entwickeln und ein paar Antworten auch geben, was mit diesem Auto alles möglich ist. Und wir freuen uns natürlich auf das weitere Feedback, weil wir haben mit diesem Fahrzeug noch sehr viel vor über die nächsten Jahre und werden auch noch viele Features einbringen. Die Markteinführung für den Multivan wird sein Ende diesen Jahres. Das heißt also, bestellen kann man dann bei eurem Händler des Vertrauens. Vielen Dank an euch da draußen. Bleibt so aktiv mit uns in Verbindung und bleibt dran. Danke. Volkswagen.